Hier sind jetzt die Rippen. Kälte-Nässe-Schutz-Spezialkräfte. Gute Nacht. Oh, Foodporn. Hallo, ich bin's Fritz. Ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, wie wir den Hasen gehäutet und zubereitet haben, den Hubertus von der Straße aufgelesen hat. Ja, war irgendein Wildunfall. Und heute wird der Hecht filetiert. Wir machen Hecht-Nuggets. Es steht eine Übernachtung im Observer an. Und zum Frühstück geht's noch richtig geile Blueberry Pancakes. Also viel Spaß mit diesem Video. Das Problem an den Hechten ist, die haben normalerweise total viel Gräten. Die haben diese Y-Gräten, die sind überall nochmal verteilt. Und zwar geht ihr hin, hinterm Kopf, Fritz, schneidest du ein, hinter den Kiemen, bis auf das Rückenmark, das siehst du dann, oder spürst du dann, zack. Und dann drehst du das Messer langsam seitlich, damit du auf dem Rückgrat leicht schräg hier schon mal lang schneiden kannst, siehst du. Zack, dann haben wir jetzt Filet Nummer 1. Also hier ist quasi genau das Rückgrat, was man ja auch merkt. Also man kann ja quasi gar nicht weiterschneiden, weil man sofort den Widerstand merkt. Und jetzt können wir das schon mal abziehen von der Haut, wenn wir wollen. Einfach hier hingehen, zack. Und hier mit dem Finger ein bisschen draufdrücken, Fingernagel. Und dann leicht schräg runterdrücken, Messerrücken. Das geht echt easy. Krass. Hier ein richtig geiles Rückenfilet schon mal. Da sind jetzt auch keine Gräten drin, ne? Oder ist da in der Mitte? Hier ist noch ein Stück von der Wirbelsäule, die können wir uns jetzt auch noch wegschneiden hier, indem wir einmal hier entlang schneiden, ganz dünn. Zack. Dann haben wir wirklich zero Gräten. Hier, quasi wo wir aufgehört haben, setzen wir genau hier an, schneiden hier rein, bis wir wieder hier auf der Wirbelsäule, hier können wir sogar ein bisschen lassen direkt. So, siehst du das? Geil, ne? Dann können wir direkt hier schön von der Haut runterschneiden. So, wieder der nächste geile, richtig geile Filet. Hammer, oder? Mega, ja. Und du siehst ja hier die Krätenlinie, ne? Ja. Und dann setzt du mit dem Messer dahinter an und versuchst schön leicht schräg da entlang zu schneiden. Man hört die auch so ein bisschen, ne? Wenn ich da dran vorbeischrabber. Dann hier schneiden wir schon mal runter. Zack, jetzt gehe ich hier Stück für Stück langsam entlang. Und dann, hier ist wichtig, Fritz, hier sind jetzt die Rippen, also die Hauptgräten. Und da ziehst du das Messer wieder drüber vorbei. Du kannst da gar nicht reinschneiden, du musst immer leicht da drauf halten quasi, ne? Genau, immer schön leicht da drüber führen. Siehst du das? Und ziehst das schön ab, ohne Fleischverlust zu haben. Zack. Da ist es. Direkt raus. Ist die Flosse? Die Bauchflosse? Ja, genau. Safe. Zack. Aber wie gesagt, im Notfall geht es auch mit Wasser. Vollkorn Paniermehl. Salz und Pfeffer schon in die Eimischung. Zack, einfach rein da. So, man gebe ein wenig Öl dabei. Nugget Nummer 1. Geil, oder? Freunde, der Magen ist voll. Im Hintergrund seht ihr gerade, die Sonne steht hier wirklich an der Baumgrenze am Horizont. Und da muss ich auch noch mein Lager aufbauen, habe ich ja völlig vergessen. So, ihr habt ja neulich im Unboxing gesehen, dass ich was Neues am Start habe. Und das probieren wir heute mal das allererste Mal aus. Und zwar den Carinthia Observer.
Kommen wir zur Isomatte, eine Spezialanfertigung von der Bundeswehr, ihr seht es ja auch. Und zwar Isoliermatte, Kälte, Nässeschutz, Spezialkräfte. Generell, wenn ihr Ausrüstungskram wissen wollt, was ich nutze, schaut unten in den Link in der Videobeschreibung nach. Da kommt ihr zu meiner Website und da habe ich einen Bereich Ausrüstung, da ist alles drin verlinkt. Finde ich da auch die, den Link, wo du deinen Angelschein gemacht hast? Den Link, wo ich meinen Angelschein gemacht habe, ja, findest du sogar da ganz oben. Und zusätzlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Krass, also das heißt, ich kann mir danach dann auch solche Hechte zubereiten, oder? Du könntest dir danach dann auch solche Hechte zubereiten, legal, ja. Legal, ohne in den Knast zu wandern. Legal, wenn du den Angelschein hast, ja. Heftig, ja. Das ist heftig. Da würde ich mal reingucken, da freue ich mich. Würde ich mal reingucken an deiner Stelle. Ja, geil. Das ist nicht schlecht, ne? Ich hatte ja sonst immer welche von Thermarest. Die von Expert finde ich ein bisschen robuster vom Material her. Ja. Und generell auch ein bisschen angenehmer. So, ich habe da auf jeden Fall schon drauf geschlafen. Hier an der Seite ist so eine Pumpe integriert. Moment, hier sieht man es. Und es ist auch die L-Variante. Weil ich hatte auch mal eine Zeit lang kleinere Varianten, da rollt es einfach runter. Ist nervig. Ah, scheiße, Victor, Alter, wir haben unsere Pumpen vergessen. Die Sonne ist quasi untergegangen. Ihr seht gerade noch diesen wunderschönen Himmel. Und was ihr auch noch seht, ist das hier, was noch gar nicht gewertschätzt wurde, nämlich meine Grillastgabel. Ja? Also was gibt's? Eine schöne Steinpilzpfanne mit Knoblauch, Zwiebeln und dazu dann hier Hechtgeschnetzeltes. Das hat übrigens Fritz selber hier gemacht, ne? Achso, ja, das habe ich alles da filetiert. Wir brauchen ja noch unseren Schlafsack. Sieht schon sehr gut aus, muss ich sagen. Ja. Mit Zwiebelchen noch. Ja, klar. Ne? Schön viel Knoblauch. Ein paar Pilze, die wir selbst gesammelt haben. Ein bisschen Knobi. Und hier drüben brät schon der nächste Hecht. Oh, Knobi, geil. Aber ordentlich. Jetzt kann ich eine halbe Stunde am Feuer stehen und mir das erstmal trocknen. So, Victor steht jetzt hier am Feuer. Er wollte eigentlich schlafen gehen, aber sein Schlafsack ist klitschnass. Und warum? Weil er nicht auf wen hören wollte? Auf mich nämlich. Das Gute ist, Leute, ich kann auch im Stehen schlafen. Das kann ich sehen. Ja, weil Victor hat den Schlafsack einfach so, wie er ist, quasi drüben auf die Wiese gelegt. Und ja, so eine Wiese ist halt nass dann, ne? Also. So, wir machen mal einen kleinen Test, was das Thema Materialien angeht. Und hier sehen wir, glaube ich, ganz gut, ich habe gerade den Display im Blick, wie meine Jacke einfach leuchtet. Guckt euch das an. Ja, also tagsüber ist es theoretisch gleich von der Farbe her ungefähr, aber ja, die reagiert ganz anders auf Infrarot. Am Ende vom Biwaksack ist auf jeden Fall noch genug Platz, da kann ich noch meine Schuhe reinpacken. Ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt, weil das ist meine allererste Nacht hier drin. Gute Nacht. So, guten Morgen, Freunde. Ich habe herrlich geschlafen. Und zwar habe ich das gute Stück jetzt hier neu. Das ist eigentlich das Bundeswehr-Nähset. Und hier habe ich zwei Sachen drin. Nein, drei sogar.
Einmal eine Taschentuchpackung, ja, Nase schnauben oder wenn man mal auf Toilette gehen muss. Meine abgeschnittene Bambuszahnbürste und hier in Alupapier ein paar Zahnputztabletten eingewickelt. Sieht aus wie so ein Drogenkurier. Ja, Leute, wollt ihr ein paar Smileys? Hä? So, Hubertus macht hier gerade erstmal einen schönen Tee bzw. Teewasser. Bei diesem Video geht es ja so ein bisschen um Survival-Training, aber eher bezogen auf das Thema mit dem Hasen, den Hechten filetieren, ja, einfaches Zubereiten, teilweise was aus der Natur nehmen, kombinieren. Aber, Freunde, ich habe einen kleinen Backup dabei, habe ich nicht genutzt, aber man weiß ja nie. Und zwar 2 Riegel von Y-Food. 25 Vitamine und Mineralstoffe, reich an Protein und reich an Ballaststoffen. Wer das selbst mal ausprobieren will, ja, oder auch die Drinks mal testen will, es gibt auch noch Pulver und so weiter, der checkt einfach mal den Link unten in der Videobeschreibung ab. Das ist immer verlinkt unter jedem Video. Und natürlich gibt es auch einen Rabattcode, der mit 10 Fritz spart ihr nochmal 10%. Jetzt genieße ich meinen Tee und sammle dann gleich ein paar schöne Blaubeeren. Jäger und Sammler. Also das ist jetzt hier die Ausbeute, ja, zu zweit gesammelt nach ca. 20 Minuten. Oh yeah. Okay. Ja, das Geile ist, dass die jetzt auch so schön karamellisiert sind, der Fruchtzucker da drin. Richtig geil, oder? Boah, mega, ey. Mm. Oh, Leute, wer will mal abbeißen, oder? Wollt ihr mal probieren? Komm. Oh. Oh, Foodporn. Oh. Mm. Mit dem Apfel ist auch geil. Und das ziemlich simpel. Dinkelmehl, Backpulver, Wasser. Richtig. Fazit zum Filter. Ich habe gerade noch mal die Flasche vor den Jungs voll gemacht. Das funktioniert alles recht gut. Man muss Zeit investieren, ja, um so eine Flasche voll zu kriegen. Und ja, vielleicht habe ich jetzt für einen Liter brauche ich vielleicht aus dem Bauch aus 10 Minuten. Das heißt, als Gruppenfilter, wenn man jetzt da wirklich irgendwie unterwegs ist mit, was ich, 6 Leuten und alle wollen ihr Trinken damit filtern, dann ist man schon ganz schön lange beschäftigt. Aber ansonsten bin ich damit sehr zufrieden. Und wo wir gerade beim Thema sind, nochmal ein Fazit zum Observer und der Expat-Matte. Ich sag's euch ganz ehrlich, geschlafen wie ein König, geiler Luftdurchzug. Wie gesagt, ich bin schon gespannt, wenn es dann wirklich mal regnet oder in feuchteres Gebiet geht, in den richtig nassen Herbst, wie sich das schlägt. Aber jetzt für die erste Nacht wirklich top. Sehr geräumig, man kriegt die Schuhe noch mit rein. An der Seite hat man noch Platz für die Hose und so weiter. Es ist kein bisschen beengt, aber trotzdem sehr klein und minimalistisch. Wir packen jetzt alles zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich auch kein weiteres Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch zum Thema Survival, Survival-Training, Angeln und so weiter noch interessiert. Und guckt auf jeden Fall bei den Jungs vorbei. Die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.